töten wäre auch nicht schlecht. Wir müssen Verbrecher stoppen. Putin gehört in Haga. Stopp Putin! 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 Wir müssen alle verstehen, dass jeder von uns kann etwas bewegen, jeder von uns kann etwas dazu beitragen. Deswegen ich danke nochmal allen, die zu unserer Kundgebung kommen, die helfen uns, Petitionen zu unterschreiben. Und schon wieder 2 Monate ist es her, helfen uns weiter zu kämpfen, bis dieser Krieg endlich vorbei ist, bis wir alle zusammen wieder Frieden in Europa haben. Slava Ukraini! Slava Ukraini! Слава нації! Und danke Deutschland! Danke! Vor allem für die Gepard-Panzer! Danke! Vielen, vielen Dank an Daria für diese wirklich sehr bewegende Rede, die uns nochmal so deutlich gezeigt hat, warum es so wichtig ist, dass wir heute auf die Straße gehen. Ich nutze diese Stelle nochmal, um auf unsere Spenden aufmerksam zu machen. Die Spenden gehen an die Münchner Freiwilligen, eine Organisation, ja, da sehen Sie auch hier die Spendenboxen, eine Organisation, die Menschen in der Ukraine hilft. Und als nächstes werden wir eine Rede von Leo hören. Während in der Ukraine täglich neue Kriegsverbrechen zum Vorschein kommen, diskutieren wir in Europa, ob ein Einfuhrstopp von Kohle, Öl und Gas aus Russland eine zu große Zumutung darstellt. Deutschland ist der größte Abnehmer von russischer Kohle und Gas. Seit Beginn des Krieges hat Russland mit fossilen Energieexporten mehr als 63 Milliarden Euro eingenommen. Ein Großteil davon fließt direkt in Putins Kriegskassen. Und Recherchen zeigen, dass hohe Öl- und Gaseinnahmen Russland dabei geholfen haben, seine Militärausgaben seit letztem Jahr zu steigern. Solange russisches Gas unsere Zimmer warm hält, russische Kohle unsere Lampen und Fernseher leuchten lässt und russisches Öl unsere Autos antreibt, können wir nicht ernsthaft behaupten, alles dafür getan zu haben, das Grauen in der Ukraine zu beenden. Wir und viele andere Menschen in ganz Europa fordern deshalb heute einen Lieferstopp von Kohle, Öl und Gas aus Russland. Wir fordern es nicht, weil es bequem ist, sondern weil die Menschenleben, die dadurch gerettet werden können, es wert sind. Aber statt dieser Realität ins Auge zu schauen, hat es die Bundesregierung auch nach 2 Monaten Vernichtungskrieg nicht geschafft, die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Während die UkrainerInnen Demokratie und Freiheit verteidigen, denkt Deutschland immer noch darüber nach, wer es in dieser Situation eigentlich sein will. Spielt eine SPD ernsthaft noch mit dem Gedanken, dass Wandel durch Handel auch für die Zukunft noch eine gangbare Option im Umgang mit Russland sein könnte? Scholz blockiert schärfere Strafmaßnahmen der EU, was Deutschland international inzwischen den Ruf des hartnäckigsten Bremsers in Sachen Sanktionen gegenüber Russland eingespielt hat. Wir stellen Arbeitsplätze über Leben in der Ukraine. Was wir aber brauchen, ist handfeste Solidarität mit der Ukraine statt Gas von Putin. Dass das möglich ist, haben WissenschaftlerInnen klar gezeigt. Das Bild eines Embargos ist anders als oft behauptet, keines von Massenarbeitslosigkeit, Verarmung oder Hyperinflation. Habeck und IndustrievertreterInnen können dieses oft gezeichnete Horrorszenario nicht belegen. Das Fazit einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zu den Auswirkungen eines Gasembargos lautet dementsprechend: Wenn Einsparpotenziale maximal genutzt und gleichzeitig die Lieferungen aus anderen Erdgaslieferländern so weit wie technisch möglich ausgeweitet werden, ist die deutsche Versorgung mit Erdgas auch ohne russische Importe im laufenden Jahr und im kommenden Winter 2022/23 gesichert.
Und natürlich kommt ein Embargo nicht ohne Einschränkungen. Das zu leugnen wäre unehrlich. Die Konsequenzen, etwa weitere Preissteigerungen, dürfen deshalb nicht dem Markt überlassen werden, damit Menschen nicht in die Situation kommen, sich ihren Weg zur Arbeit nicht mehr leisten oder ihre Wohnung nicht mehr heizen zu können, braucht es flankierende Maßnahmen, die die Kosten eines Embargos fair auf allen Schultern verteilen. Wie das auch falsch gemacht werden kann, zeigt das neueste Entlastungspaket aus Berlin. Milliardenschwere fossile Subventionen aus der Gießkanne, von denen vor allem einkommensstarke Menschen profitieren und die Energienachfrage ankurbeln, statt Einsparungen anzureizen, sind der Gegenbeweis zu handwerklich sinnvoller Sozialpolitik. Lindners Gaspreissubventionen für die Industrie und Spritpreissenkungen führen in eine Sackgasse. Gezieltere Entlastungen für einkommensschwache Menschen bei gleichzeitigem Klimaschutz wären bei einem Embargo die eindeutig bessere Antwort.